The Murders! Thanks. Unsere Showband am heutigen Abend, The Murders aus Nürnberg. Vielen Dank, Jungs. Später mehr von euch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen guten Abend. Herzlich willkommen zur feierlichen Kulturpreisverleihung der Akademie für Fußballkultur. Wir sind bereits in der 11. Gala. Der Laden ist bumsvoll, wie immer. Wir haben fabelhafte Preisträger. Sir Alex Ferguson ist bei uns. Guten Abend. Die Moderatorin hat sich ein hübsches Kleid angezogen und der Uli hat sich noch mal gekämmt. Der Nürnberger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Mahly. Schönen guten Abend. Wer schafft mehr als 2000 Wörter in der Minute? Katrin Müller-Hohenstein. Natürlich. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich habe mir gedacht, aufgrund der politischen Ausgewogenheit, ich wusste, du kommst in Schwarz. Das ist dunkelblau. Die politische Ausgewogenheit, bist du farbenblind? Das ist dunkelblau. Das ist schwarz. Also die politische Ausgewogenheit ist für den Abend hergestellt. Ja. Ich komme als feuerrotes Spielmobil. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Das ist schwer in Ordnung. Ja. Ja. Wir freuen uns natürlich, liebe Gäste, über jeden einzelnen von Ihnen. Dennoch ist es schöne Tradition, dass wir am Anfang mal ein paar Ehrengäste ganz besonders begrüßen. Und das wären für den heutigen Abend natürlich die Jurorinnen und Juroren, die sich in den letzten Wochen nicht leicht gemacht haben, die Preisträger zu ermitteln. Wir freuen uns über frühere Preisträger und natürlich über die Preisträger des heutigen Abends. Alle Würdenträger aus Politik, Wirtschaft und Kultur, viele Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Land, aber ganz besonders die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth. Herzlich willkommen, guten Abend. Da ist sie. Hallo. Von der Stadt Nürnberg ganz besonders die Gastgeberin, Kulturreferentin Professor Julia Lehner. Schönen guten Abend, Frau Professor. Da ist sie. Vertreter der DFB Kulturstiftung und des Deutschen Fußballmuseums sind heute Abend da, aber auch Kollegen von der Presse, von den örtlichen Medien natürlich genauso wie zahlreiche Blogger bis zum Generalsekretär der European Sports Media, Sees van Soilenborg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle hier sind. Sie müssen die Zettel sehen können, bei ihr ist es groß gedruckt. Bei mir verwendet die Akademie eine Schrift, die ich schon vor 40 Jahren nicht mehr lesen konnte. Also, ich begrüße ganz herzlich, und das habe ich auswendig gelernt, und zwar ohne Mühe, nochmal, auch für die Stadt, Sir Alex Ferguson. Schön, dass Sie hier sind. Direkt von den Trainerbänken der Republik, Hans Meyer, Eckhard Krauzun und Ralf Rangnick, Vertreter des ersten FCN, darunter die Meisterspieler Reisch, Leupold und Wild. Und gesehen habe ich auch meinen Chef im Aufsichtsrat, den Thomas Gretlein. Schön, dass Sie da sind. Das Team der Weinelf Deutschland, der gern gesehenen Nationalmannschaft der Winzer. Begleitet von der frisch gekürten Weinkönigin Lena Endesfelder und dem Präsidenten des Deutschen Weinbauverbands Norbert Weber sowie natürlich alle Mitglieder der Fußballakademie. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir sind natürlich auch wieder live draußen im Lande. Diese Veranstaltung wird in die Welt getragen, nach Tennenlohe, nach Tromsø, nach Tokio, nach Novosibirsk. Herzlich willkommen bei unserer fröhlichen Gala. Und weil wir so wahnsinnig digital sind, gibt es natürlich am heutigen Abend für unsere Blogger auch einen Hashtag FUBA-Cup, Fußballkulturpreis. Also unter diesem Hashtag wird heute Abend getwittert. So, wir waren vor einem Jahr das letzte Mal hier und man denkt sich ja immer irgendwie, mein Gott, ist die Zeit schnell vergangen. Dabei war eine Menge drin in diesem Jahr. Wir hatten die Fußball-Europameisterschaft sportlich, wir hatten Olympia in Rio, übrigens mit sehr erfolgreichen, unter anderem sehr erfolgreichen deutschen Fußballfrauen. Die Damen haben Gold geholt. Auch der erste FC Nürnberg hat uns wieder große Freude bereitet. Nach der Relegation meistens hat er dann doch die Klasse gehalten. Das ist halt einfach so mit dem Club, Uli. Ja,
Ja, es ist so, aber es muss ja nicht immer so sein, trotzdem ist es immer so. Aber gerade weil es immer so ist, obwohl es eigentlich nicht immer so sein müsste, lieben wir ihn ja so. Ja. Und? Also hat ja jetzt nicht so doll angefangen, die Saison, aber momentan läuft es ja ganz gut. Ja, Sonntag geht's weiter. Sixes. Ja. Du wolltest was sagen zum ersten FC Nürnberg noch? Ich glaube, ich habe jetzt schon fast alles gesagt, was sich zu dieser Saisonzeit sagen lässt. Wir haben schlecht begonnen, es ist besser geworden, es kann in beiden Richtungen weitergehen. Ja, nein. Nein, es geht natürlich bergauf, da sind wir alle Optimisten. Und es hat sich auch ganz gut zusammengefügt. Das war ja doch ein bisschen ruppig dann, der Wechsel, der Trainerwechsel, neuer Trainer, erst kurz vor der neuen Saison. Teile der Mannschaft, die heute Stammpersonal sind, waren nicht mal im Trainingslager dabei. Das heißt, das ist so wie das Auto, das eigentlich die letzten Kinderkrankheiten schon nach dem Verkauf noch ausgetrieben kriegt. Und so langsam merkt man, dass die Jungs sich finden und es wird spannend. Die zweite Liga ist spannend. Wir hätten jetzt auch grundsätzlich nichts gegen die erste, aber die zweite Liga wird spannend. Aber ich bin wie immer und wie alle Nürnberger grenzenlos optimistisch. Na freilich, genau. Also es wird schon irgendwie. Ja. Du bist ja als Nürnberger Oberbürgermeister auch Chef der Akademie. Und ihr habt eine Menge gemacht in dem Jahr. Vielleicht möchtest du als erstes was zu einer erfolgreichen Vertragsverlängerung sagen. Ja, ganz wichtig. Und zwar ohne Ausstiegsklausel. Wir haben den Vertrag mit der Teambank, mit Easy Credit verlängert. Wir sind froh, unser Partner von der ersten Stunde an. Und wir werden weiter ein gutes Team für die Akademie, mit der Akademie, mit dem Kicker zusammen sein. Der Alexander Boldireff ist da, kommt später noch zur Preisverleihung auf die Bühne. Wir hatten zu Beginn des Jahres eine faszinierende Tagung über das Thema Fußball und Menschenrechte, wo sich tatsächlich zwei Communities, nämlich die Menschenrechts-Community und die Fußball-Community, die sonst nicht so wirklich viel miteinander zu tun haben, getroffen und vereinigt haben zu ganz spannenden Diskussionen. Hier bei uns in Nürnberg im Rathaussaal war spannend. Einige davon, habe ich gesehen, waren da und haben diese Tagung mitverfolgt. Das heißt, wir nehmen den Akademieauftrag nach wie vor ernst. Auch die dunklen Seiten, auch die politischen Seiten, auch die schwierigen Seiten des großen Business Fußball auszuloten. Aber so wie heute eben dann auch die schönen und leichten. Schön. Dann wünschen wir uns einen gemeinsam schönen Abend. Vielen Dank, Uli Mali. Dankeschön. So. Liebe Gäste, bevor wir einsteigen in die Preisverleihung, wollen wir einen Saisonrückblick wagen. Und da hole ich als allererstes mal Oliver Fritsch zu mir von der Zeit. Oliver, der Kollege, der viel bei Zeit Online schreibt und uns heute einen, ja, ich sag mal, alternativen Saisonrückblick mitgebracht hat. Denn die Tore, die wir hier gleich sehen werden, die hat also kaum einer von uns bislang gesehen. Das ist richtig, denn sie sind im Amateurfußball gefallen und gesammelt worden. Damit ist jetzt nicht die Rede vom Club, sondern eher von Vereinen wie... Unverschämt, oder? Es ist unverschämt. Also man kann sich lustig machen über diesen Verein, aber es hat seine Grenzen, Oliver. Ich dachte, das ist gewünscht hier. Aber, das gehört zum guten Ton, du hast ja recht. Wir lieben ihn trotzdem. Ich könnte jetzt sagen, der Club wird solche Tore gar nicht hinkriegen, aber das... Es wird immer schlimmer. Du redest dir im Kopf und Kragen. An den Rand der Bühne gedrängt. Ja. Nein, die Tore, die wir jetzt sehen, die sind gefallen auf den Sportplätzen von Germania Forchheim, von Viktoria Backnang und Motor Suhl. Ja. Da, wo auch noch Fußball gespielt wird, das kriegen ja die wenigsten mit, den Fußball meistens im Fernsehen verfolgen. Mhm. Zum Glück habt ihr aber immer jemanden, der die Kamera draufhält. Wo sind die Tore jetzt her? Das ist eine Kooperation zwischen zwei Plattformen. Mhm. Eine gehört mir. Der mein Kooperationspartner ist FUPA TV. Die sammeln sozusagen alle Tore, oder sie versuchen es zumindest, oder das ist das Ziel, dass wir mal alle Tore des Amateurfußballs sammeln. Und aus diesem großen Pool an Toren sammeln die Hartplatzhelden die schönsten heraus, genau. Die Perlen. Ja. Also wir zeigen das, was sozusagen, wir zeigen die Filetstücke. Und hin und wieder kommt einer von den Hartplatzhelden tatsächlich auch ins Studio beim aktuellen Sportspiel Samstagabend. Ja, so ist es. Die Torwandschützen, die kommen ganz oft über die Hartplatzhelden. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal so eine nette kleine Sammlung an wunderbaren Toren an. Wir wollen schweigen dazu, weil ganz wichtig ist bei diesem Amateurfußball natürlich auch, dass wir sie hören. Also erstmal dieses leicht verwackelte Bild, dann das Hören, also der Rentner, der sich furchtbar aufregt,
mitkriegen muss, die Freundin, die jubelt, das wollen wir alles mitkriegen. Deswegen schweigen wir einen Moment und genießen. Also was wir jetzt sehen, das sind die besten Tore aus der aktuellen Woche. Also nach der mussten wir jetzt gar nicht lange fischen, sondern das kriegen wir Woche für Woche. Film ab, bitte. Amateurfußball, Oliver, ich glaube, wer Tore mag, der mag also wer diese Tore mag, der mag Fußball. Ja, so ist es. Also auf der einen Seite unterscheidet sich das natürlich von der Ästhetik, von dem Hochglanzfußball, wie ihr ihn auch übertragt und den ich ja auch schätze. Auf der anderen Seite sieht man aber auch durchaus, dass es sowohl mit Ernst zur Sache geht, aber auch mit Können. Mhm. Vielleicht ist immer ein Glückstreffer dabei, aber es sind nicht nur Bierbäuche, die da rumlaufen, sondern es sind Könner. Ja. Und das macht die Sache so charmant. Und zudem natürlich, wie du auch gesagt hast, die O-Töne vom Platz. Man hört tatsächlich einzelne Sätze, was man ja im Stadion nicht mehr... Nee, es sind nicht ganz so viele Fans da. Wir machen mal weiter. Jetzt gibt es ein paar einzelne Tore, beziehungsweise auch eigentlich nicht Tore, weil es sind auch aufregende Szenen dabei. Genau. Zunächst mal unsere erste Hartplatz-Heldin, die es an die Torwand geschafft hat. Mhm. Annika Fietje vom TuS Büppel aus Niedersachsen. Hören Sie auf zu lachen. Was gibt's da zu lachen? Aber du wolltest wieder anspielst. Der nächste Clip ist kein Tor, aber ein schöner Spielzug. Und achten Sie bitte mal auf die Nummer 2 in Gelb. Und durch, Benni! Hast du gehofft? Hat weitergespielt. Ja. Ja, das ist ein Satz. Das ist ein Satz der Hartplatzhelden. Nummer 3 ist auch aus der Rubrik: Man kann nicht immer Sieger sein. Ist ein bisschen verwackelt, aber das muss man nachsehen. Wo ist denn der andere? 7 finden. Achso, ja. Alter! Das musst du mir gleich mal sagen. Ich hab's aber jetzt mal ernsthaft, sowas habe ich in der ersten Liga auch schon gesehen. Sowas gibt es sogar bei Länderspielen. Oh Gott, der Ärmste. Ja, ich glaube, die Schadenfreude ist bei den Profis genauso wie bei den Amateuren. Na klar. Nummer 4 ist fast schon nicht jugendfrei. Es erreicht uns dieser Clip aus Schleswig-Holstein. Ich habe mal Judo gemacht, da gibt es einen Wurf, der heißt Tomoenage, da schmeißt man den Gegner also über sich, das ist ja Wahnsinn. We also know how to play English football, Sir Alex. Und Nummer 5, den Clip zeige ich nur in dieser Region. Achten Sie auf den O-Ton. Ja. Also auf den. Ja.
Au! Oh. Ja, ja, ja. Ho, jetzt, Lukas, Lukas, der geht noch. Pizza, Lorenz. Der geht doch noch. Ja, da geht's rein. Allmächt! Ich kann dir nicht richtig auch nicht. Den muss ich gleich nehmen! Ich muss sofort schenken! Ja, woanders hätte man das auch nicht verstanden. Otto Frank. Ja, schön! Also eine Hommage an den Amateurfußball, der großartigen Sport, der großartige Unterhaltung liefert. Und deswegen haben wir zum Schluss jetzt nochmal so eine Art Best-of. Ja. Genau, also das ist jetzt so 10 Evergreens, die wir aus unseren Tausenden von Toren extra für diesen Abend herausgesucht haben. Zur Kreisklasse nicht. Was? Zur Kreisliga lassen wir mal. Zur Kreisliga? Oh! Ich hoffe, dass ich dies treffe. Wo er sich den Eckfahnentritt beim Jubel abgeschaut hat. Ich habe keine Ahnung. Also, das sind natürlich ganz, ganz tolle Dokumente, die ihr da zusammensammelt. Vielen Dank, Oliver Tritsch. Ja, gerne. Und bis danke zum nächsten Jahr vielleicht mit neuen Perlen. Gehen wir mal mit dir mal ins Publikum. Weil das Thema Amateurfußball ja tatsächlich ein interessantes ist. Wer spielt denn von den Anwesenden hier im Saal noch bei den alten Herren? Mal Hand hoch. Was? Bei den alten Damen? Oh nee, da muss ich doch mal hier schauen. Hans Meyer, der ja ein gefragter Gesprächsgast immer ist auf diesen Veranstaltungen hier. Hans, jetzt mal ganz im Ernst, spielst du selber noch manchmal? Ich? Ja. Du bist aber verdammt schlecht informiert. Eine Kunsthüfte, Rückenprobleme, Hören klappt auch nicht, stimmt's, Machen? Also... Wir schwimmen ein bisschen und ansonsten sind wir passiv. Ja. Aber wenn ich natürlich sehe, dass im deutschen Fußball, im Amateurbereich, solche Leistungen möglich sind, braucht uns in unserem Fußball wirklich nicht Angst und Bangen zu sein. Ist doch Wahnsinn. Überragend. Ja, finde ich auch ganz großartig. Super, danke schön, Hans. Oliver Kahn hat übrigens, Oliver Kahn hat übrigens zwei neue Hüften. Der spielt aber auch noch, hat er mal gesagt.